Lieber Herr Polenz, ich freue mich, dass wir die Zeit finden, uns hier heute über Zoom zu sprechen, im Zeitalter oder in den Zeiten in diesen Tagen, wo wir zur Abwendung der Krise rund um das Coronavirus soziale Distanz pflegen sollen, wobei soziale Distanz ist noch ein Begriff, der ja missverständlich sein könnte. Damit ist ja zunächst mal gemeint, auf Abstand zu bleiben und sich nicht zu nahe zu kommen, um die Übertragungsrisiken für diese Atemwegserkrankung zu minimieren. Und in diesen Zeiten haben wir uns jetzt hier über Zoom verabredet, um einmal über die Lage zu sprechen. Wir haben beide einen allerdings unterschiedlich gelagerten politischen Background. Das heißt, Sie waren aktiver Mandatsträger, Funktionsträger auch. Ich war nur Anführungszeichen in Stäben im Hintergrund mit tätig, aber wir sind uns da auch gelegentlich begegnet und begegnen uns auch jetzt immer noch weiter. Wir sind beide jetzt nicht mehr aktiv in der Politik tätig. Ich schon längere Zeit nicht mehr. Sie sind 2013, glaube ich, aus dem Bundestag ausgeschieden. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Wollen Sie eingangs noch mal ein bisschen was zu Ihrer persönlichen Geschichte sagen? Ja, wir wollen ja über die verschiedenen Aspekte dessen sprechen, was wir jetzt mal der einfache Teil der Corona-Krise nennen. Und wenn man mit dem Persönlichen anfängt, ist es halt so, ich bin 73 Jahre alt, gehöre deshalb schon mal von meinem Alter her zu den Risikogruppen. Ich habe aber noch zusätzlich ein vorgeschädigtes Herz und auch ein immer noch nicht völlig wiederhergestelltes Immunsystem. Also wenn Sie so wollen, gehöre ich gleich dreimal zu den Risikogruppen und habe deshalb für mich gesagt, ich muss eigentlich alles tun, dass ich mich nicht anstecke. Das betrifft dann natürlich auch sofort meine Frau mit, weil wir leben hier zusammen in unserem Reihenhaus in Münster. Wir stehen jetzt durch die häusliche Quarantäne, in der ich seit dem 9. März mit meiner Frau zusammen bin, nichts aus. Also die Versorgung klappt über Nachbarn, Lieferdienste etc. Das geht alles gut. Und ich kann natürlich auch nach wie vor, mache das auch, Spaziergänge und halt mich auch sonst fit. Aber es ist schon hart, wenn man vor allen Dingen Kinder und Enkel nicht sehen kann, auch wenn man sonst nicht unter Menschen kommt. Das merkt man dann nach einer Zeit, wie sehr man eigentlich darauf angewiesen ist. Wir überbrücken das mit Zoom- und Skype-Konferenzen. Also auch innerhalb der Familie finden solche Zusammenkünfte online statt. Ganz regelmäßig jetzt abends, wo meine Frau den kleineren Enkeln, wir haben insgesamt 7, den kleineren Enkeln in München, Düsseldorf und Münster vorliest und dabei die Kamera so hat, dass man also nicht nur die Oma sieht, sondern auch die Bilder im Buch. Das funktioniert ganz gut. Das hatten wir vor Corona so nicht. Also es gibt dann teilweise sogar Zugewinne. Also so hält man sich über Wasser. Ich weiß nicht, was das mit einem machen wird, wenn dieser Zustand noch weitere Monate anhält. Ist ja erstmal gerade ein Monat rum. Aber wenn ich mich an meine Krankenhausaufenthalte erinnere, die ich aus verschiedensten Gründen in meinem Leben hatte, dann hätte ich öfter in diesen Zeiten viel dafür gegeben, statt in einem Krankenhaus zu liegen, jetzt so zu Hause zu sitzen, wie ich das machen kann. Und in dem Moment, wo ich mir das vorgestellt habe, ist meine Stimmung auch schon gleich wieder aufgehellt. Ja, also das, glaube ich, das kann man nachvollziehen und nachfühlen auch, aber eben auch, glaube ich, jetzt mal ich für meinen Teil würde mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz ähnlich das auch sehen. Und ich sehe es insgesamt sowieso mit dem Blick der großen Verständnis für die individuellen Sorgen von Menschen, was dieses Virus
bringen kann. Es ist natürlich eine Form von Unsicherheit, gerade weil es neuartig ist, aber auch Verständnis für die Situation von politischen Entscheidungsträgern. Und auch deswegen ist es meiner Meinung nach ein großes Glück, dass wir uns dazu heute Abend ein bisschen unterhalten können. Denn mich würde mal interessieren, nun waren Sie in einer solchen Lage, glaube ich, nie, dass Sie Entscheidungen von solcher Tragweite treffen mussten. Aber Sie haben, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl nach wie vor für die Zwänge und für die Situationen, in denen sich politische Mandatsträger, also Abgeordnete, aber eben auch Funktionsträger wie Regierungsmitglieder befinden müssen. Wie geht ein Politiker an so eine Lage heran? Also das erste Stichwort ist ja neue Lage. Natürlich hat es immer Pandemien auf der Welt gegeben und es wird ja jetzt oft auch an die spanische Grippe zu Beginn des vorigen Jahrhunderts erinnert. Aber wenn ich es richtig sehe, ist das, was wir jetzt erleben, rund um den Globus in der Menschheitsgeschichte noch nicht da gewesen. Das hängt natürlich auch mit den intensiven Globalisierungsverflechtungen zusammen, die es früher so nicht gab. Aber dass man, und damit fängt dann die psychologische Lage der Bevölkerung schon an, dass man jetzt einem Risiko ausgesetzt ist, vor dem man nirgendwo hinweglaufen kann. Weil alle Gesellschaften rund um den Globus in irgendeiner Form damit zu tun haben und entsprechende Abwehrmaßnahmen treffen, was auch immer. Das ist, glaube ich, eine völlig neue Erfahrung, mit der man umgehen muss. Und für die Regierung stellt sich, glaube ich, die erste Frage, wie weit gibt man dem natürlichen Reflex nach, sich dadurch zu schützen, dass man Türen und Fenster zumacht, nach dem Motto, dann sperre ich das Virus aus. Und dieser erste Reflex war schon ziemlich stark, also die Grenzschließungen in Europa waren eben nicht mit den Nachbarn abgestimmt, mit der Folge 40 Kilometer langer Staus an der polnisch-deutschen Grenze beispielsweise und der Nebenfolge, dass in diesem Stau natürlich auch wichtige Güter in den LKWs feststeckten, die man jeweils entweder in Polen oder in Deutschland dringend gebraucht hätte. Mich erinnert diese Situation, und ich glaube, der Vergleich ist ganz, ganz erhellend, oder kann es sein, an den Umgang mit Wirtschafts- und Finanzkrisen. Die Weltwirtschaftskrise 1929, jedenfalls habe ich das damals im Schulunterricht so gelernt, ist vor allen Dingen deshalb so verheerend geworden, weil es keine gemeinsam abgestimmte ökonomische Antwort darauf gab, sondern jeder Staat irgendwie versucht hat, damit selber klarzukommen und sei es auf Kosten der Nachbarn. Und aus diesem Fiasko hatte man 2007 bei der Wirtschafts- und Finanzkrise gelernt, hatte internationale Abstimmungsmechanismen über die G7, die G20 eingeleitet. Die Europäische Union hat, wenn auch knirschend, gemeinsame Instrumente entwickelt und dadurch ist man im Vergleich zu 1929 eigentlich ziemlich gut durch diese Krise gekommen. Und jetzt sind wir in einer insofern schwierigen neuen Situation, weil erstens dieser multilaterale Ansatz 2007, ich glaube tatsächlich auch im Wesentlichen deshalb funktioniert hat, weil Amerika da eine führende Rolle übernommen hat. Ohne diese starke amerikanische Volkswirtschaft an der Spitze dieser multilateralen Anstrengung wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Und wir erleben jetzt, dass Amerika ja im Grunde seit dem Amtsantritt von Trump sich aus dieser Rolle schrittweise verabschiedet hat und sie jetzt nicht wahrnimmt. Ganz abgesehen davon,
dass jeder Blick nach Amerika zeigt, dass das Missmanagement vor allen Dingen in der Bundesregierung, also sprich bei Trump, dazu führt, dass Amerika weit über das Maß hinaus, glaube ich, jetzt mit der Krise oder mit Corona zu tun haben wird, etwas sozusagen rechtzeitigeres Handeln, abgestimmteres Handeln hätte da vielleicht auch geholfen. Wir werden also keine amerikanische Führungsrolle bei der Bekämpfung der Pandemie sehen. Wir sehen jetzt schon, dass eher China versucht, so eine Rolle an der einen oder anderen Stelle zu übernehmen. Und wir kommen ja nachher vielleicht am Ende auch noch auf die Frage, wie kommen wir da wieder raus und was heißt das alles wirtschaftlich? Da wird man dann auch schauen müssen. Ich glaube, auch da werden die Amerikaner nicht in der Weise schnell wieder zu einer Wirtschaftslokomotive der Weltwirtschaft werden, weil sie eben selber tiefere eigene Schäden erstmal verkraften müssen. Also die erste große Herausforderung, und die hat die Politik, ich würde mal sagen, mittelprächtig bestanden, wäre aus meiner Sicht zu erkennen, man muss mit einer Pandemie auch möglichst eine umfassende globale Antwort suchen, was mindestens für die Europäische Union geheißen hätte, wenn Abschottungsschließungsmaßnahmen aus epidemiologischen Gründen nötig sind, dann muss man sie mit den Nachbarn abstimmen. Und kann ich einfach sagen, ich mache das jetzt, Punkt. Und so ist halt leider vieles gelaufen. Ich glaube, dann im zweiten Durchgang, also ich nehme nochmal das Beispiel mit der deutsch-polnischen Grenze, hat man dann erkannt, dass das nicht gut gelaufen ist. Und die polnische Regierung hat dann nachgebessert. Und jetzt scheint es so zu laufen mit der Bevorzugung des Lkw-Verkehrs und, wie man es von Anfang an hätte regeln können, wenn es nicht solche einseitigen Kurzschlusshandlungen, so will ich es mal nennen, gegeben hätte. Und wir erleben eben das andere Beispiel. Ich lebe ja in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten jetzt gerade die Diskussion nochmal, auch im Bundeskabinett und mit den Ländern. Wie ist das mit den Grenzen zu Belgien, Niederlanden und Luxemburg? Und unser Ministerpräsident, finde ich, hat sich richtigerweise dafür eingesetzt, dass diese Grenzen offen bleiben, weil einfach der Lebenszusammenhang zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen so eng ist, dass eine Grenzschließung ganz einschneidende Wirkung gehabt hätte, zumal sie eben nicht in dem Sinne epidemiologisch begründet werden kann, dass gerade an dieser nationalstaatlichen Grenze irgendwelche Grenzen von solchen Gebieten verlaufen. Die verlaufen ganz anders. Und um das zu identifizieren, muss man eben grenzübergreifend zusammenarbeiten und darf nicht sagen, also hier habe ich eine Grenze, egal ob die jetzt gerade passt oder nicht, die kann ich jedenfalls schon mal zumachen. Ja. Würden Sie den Versuch wagen, tatsächlich nochmal ganz praktisch zu schildern oder ein Bild zu entwerfen, wie so etwas am Anfang passiert? Also die Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler, ein Regierungschef bekommt eine Nachricht, einen Vermerk auf den Tisch oder wird zu einem Gespräch geholt, aus dem dann hervorgeht, hier könnte ein Unheil drohen oder eine Gefahr drohen, weshalb jetzt Entscheidungsbedarf besteht. Wie geht sowas dann konkret weiter? Wie darf man sich das draußen vorstellen für all diejenigen, die mit Politik sonst weniger zu tun haben? Ja gut, also ich bin Abgeordneter gewesen, hatte keine Regierungsämter, kann also da jetzt aus solchen Kabinettsmechaniken nicht aus eigener Erfahrung etwas sagen. Aber was wir ja wissen ist, es gab 2015, glaube ich, nach der SARS-Epidemie in Asien eine Pandemiestudie. Das ist eine Bundestagsdrucksache. Da steht, wenn man die sich heute anguckt, im Grunde ziemlich genau das Szenario drin, was heute eingetreten ist. Aus dieser Studie hat aber seinerzeit niemand die Konsequenzen gezogen, die wir heute gerne gezogen gehabt hätten.
also Bevorratung von Schutzkleidung etc. etc. Sondern man hat sich wahrscheinlich auf diesen einen Absatz konzentriert, wo es hieß, also das Szenario, was wir jetzt hier beschreiben, passiert in 100 Jahren einmal. Das steht da, glaube ich, in diesem Papier auch drin. Und dieses eine Mal wird schon jetzt nicht gleich kommen. Wir machen ja auch bei ähnlichen Risikoeinschätzungen, wann kommt das nächste Erdbeben im Rheingraben oder so. Da kann man sich ja auch Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und dann sagt man, ja gut, also dafür können wir jetzt nicht die entsprechende Vorsorge treffen. Also das mal zu der Frage Vorhersehbarkeit. Darf ich kurz das dazu zweite, ja? ergänzen? Ja, gerne. Es ist ja dann auch, denn wenn man das täte, wenn man also diesen Hinweis, diesen Empfehlung Folge leisten würde, würde das unmittelbar haushaltswirksam werden und es würde ja, entsprechend weniger Geld zur Verfügung stehen, was dann ja letztendlich zu politischen Entscheidungsbedarf führt, hierfür oder ja, doch Sie für müssen, was anderes. Richtig. Sie müssten, also ich sag mal so, auf was man jetzt, wir werden ja nachher, wenn die Krise vorbei ist, wird das ja alles nochmal, denke ich, in alle Richtungen hin analysiert und überlegt, welche Konsequenzen muss man ziehen. Und manches scheint ja jetzt schon auf, weil es ganz deutlich ist, dass das nicht so bleiben sollte. Also das geht eben damit los, dass die Frage sich stellt, ist es wirklich vernünftig, die Wirtschaft so zu organisieren, dass wir praktisch weltweit eine Just-in-Time-System haben, wo es keinerlei nationalstaatliche Puffer mehr gibt, wenn die Lieferketten irgendwo unterbrochen sind. Da wird man sagen, nein, das ist jedenfalls bei bestimmten Gütern nicht sinnvoll. Dann kommt der zweite Punkt. Gibt es denn Güter, wo wir sagen, die sind tatsächlich in einem Sinne systemrelevant, als dass ohne einen gewissen nationalen Vorrat oder wenn Sie auch so wollen, Autarkie, man sofort in Teufels Küche kommt. Und da wird man sagen, ja, sowas gibt es. Und deshalb müssen wir auch da ein bisschen gucken. Das heißt nicht, dass man jetzt diesem Autarkie-Denken in extenso nachgeben sollte. Aber die Frage zum Beispiel bei der Medikamentenversorgung, die sich ja bisher noch nicht aktuell stellt, aber wo man in den letzten Monaten auch immer schon mal so Hinweise lesen konnte, dass die teilweise nicht mehr so funktioniere, wie man das früher gewohnt war, ist es ja wohl so, dass man die Medikamente eben in Indien, in China etwas günstiger herstellen kann. Und wegen Preiswettbewerb oder auch erwarteter Gewinnspannen, wie Sie wollen, greift man dann zu diesen Möglichkeiten der Rationalisierung, die aber unterm Strich nicht in alle Richtungen hin vernünftig sind. Und deshalb glaube ich auch, wird man bei der Arzneimittelversorgung nach Corona, obwohl das jetzt noch keine unmittelbare Corona-Folge zum Glück ist, aber das kommt jetzt halt auch im Blick, wird man sagen, wir werden mit den Herstellern darüber sprechen, wie trotz etwas höherer Kosten bestimmte Produktionen auch im Land gehalten werden oder wenigstens in Europa, damit man sozusagen innerhalb der EU da einigermaßen mit den Dingen klarkommt. Ja. Und so könnte man jetzt Gebiet für Gebiet ein bisschen durchgehen. Aber wie gesagt, alles läuft darauf raus, denn diese Globalisierungsrationalisierung hatte ja den Grund, dass man von dieser Form internationaler Arbeitsteilung ökonomisch profitiert hat. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die anderen. Ja. Das heißt, es wird jetzt, damit würde ich rechnen, nach Corona ein Stück weit Globalisierung zurückgedreht, um den Preis höherer Kosten und wahrscheinlich auch, weil in der Arbeitsteilung kommen ja auch bestimmte Standortvorteile stärker zur Geltung. Kann auch sein, dass das sich auch irgendwo ein bisschen auf die Qualität niederschlägt. Also wir werden Globalisierungsvorteile zurücknehmen, weil wir andere Dinge in die Abwägung einbeziehen. Ja. Und Ihre Frage war ja, wie geht das dann mit der Regierung weiter? Ich glaube,
Am Anfang herrschte schon noch die Vorstellung, Asien kriegt das im Griff, so wie SARS. Und zu uns kommt das gar nicht richtig. Mhm. Das erklärt aus meiner Sicht, weshalb nicht schon im Dezember, Januar, als das in China losging, hier quasi fieberhaft mit Schutzbekleidung, Masken und so weiter aufgerüstet wurde, um das mal so militärisch auszudrücken, obwohl ich sonst diese Militärmetaphern in dieser Diskussion nicht so gerne mag. Aber das ist aus meiner Sicht die Erklärung, die Hoffnung, Erwartung, die Asiaten, wo das ausgebrochen ist, kriegen das in den Griff. Das kommt nicht zu uns. So, und dann gab es die nächste Hoffnung, wenn es denn käme, könnte man durch Verfolgen der Infektionsketten die Sache auch relativ schnell wieder austreten. Und das war ja dann spätestens nach Ischgl nicht mehr möglich. Lassen Sie uns einen Augenblick drauf schauen, was denn tatsächlich nicht eingedämmt werden kann und wie schwerwiegend sowohl das Virus als auch die Folgen einer Epidemie, die ja dann am 31. Januar zu einer Pandemie erklärt wurde, der Pandemiewarnung der WHO, um was es da eigentlich geht. Tatsächlich haben wir die Situation, dass von allen Seiten, einschließlich des berühmten Dr. Fauci, den wir bei den Pressekonferenzen von Donald Trump immer sehen, aber auch Herr Drosten und das Robert-Koch-Institut, alle Fachleute erklären, dass es genaue Daten zur Ermessung des tatsächlichen Schadenspotenzials des Virus noch nicht gibt. Muss nicht in einer solchen Situation die Regierung, ja, zunächst einmal vom Worst Case ausgehen und Schaden abwenden, aber dann auch diesen Aspekt der Aufklärung, um das weitere nochmal auch Militärmetapher zu gebrauchen, diese Aufklärung schnellstmöglich in die Wege zu leiten, weil davon ja im Zweifelsfall dann auch abhängt, ob, wie weitgehend nun diese Maßnahmen letztendlich dann auch ergriffen werden müssen, die dann folgen. Ja, also ich habe Jura studiert, mein Bruder ist zwar Arzt und ich interessiere mich für Gesundheitsthemen, aber ich rede jetzt hier also weit sozusagen von medizinischem Fachwissen entfernt, sondern nur über das, was ich aus dem Ganzen, was ich gelesen habe, für relevant halte jetzt im Kern. Da würde ich erstmal festhalten wollen, also wir wissen, dass von 100 Angesteckten etwa 90 einen Verlauf haben, den die Virologen als mild bezeichnen. Und unter diesen 90 sind etliche, die das gar nicht mal merken, die sozusagen symptomlos erkranken. 10 von den 100 erkranken schwerer und 3 landen letztlich in der Intensivstation auf irgendwelchen Beatmungsbetten. Und für die ist es wirklich kritisch. So, das ist der eine Faktkomplex, der wichtig ist aus meiner Sicht. Der zweite ist, dass die Inkubationszeit etwa 2 Wochen beträgt, aber ein großes Problem dabei besteht, weil man ansteckend wird, nicht wenn man selber Symptome merkt, da ist man schon fast nicht mehr ansteckend, sondern 5 Tage vorher, wo man selber auch beim besten in sich reinhören gar nicht merkt, dass man den Virus hat und dass man ansteckend ist. Das heißt, Vorsichtsmaßnahmen nach dem Motto, steckt andere nicht an, wenn, kann man nicht formulieren, weil eben dieses Wenn nicht konkretisiert werden kann, sondern es richtet sich quasi an alle, weil eben jeder den Virus haben könnte, ohne dass er es weiß. Und jetzt kommt der nächste Schritt.
Der limitierende Faktor und auf was man gucken muss, ist die Zahl der zur Verfügung stehenden intensivmedizinischen Behandlungsplätze. Mhm. Da war eben es so, und das hat den Schrecken ausgelöst, dass die in China nicht ausgereicht haben, wegen der Plötzlichkeit, wo dann eben doch viele intensivmedizinisch behandelt werden mussten oder man kann wahrscheinlich auch sagen, hätten behandelt werden müssen und dann gestorben sind, weil das nicht möglich war. Und ähnliche Bilder und auch Schilderungen hatten wir dann ein paar Wochen später aus Norditalien und haben sie jetzt wieder gehabt aus New York. Allein diese sozusagen tatsächlich zu beobachtende Entwicklung macht meines Erachtens jeden Vergleich mit irgendwelchen Grippewellen, also führt den ad absurdum, weil wir bei Grippewellen aus welchen Gründen nun auch immer diese konkrete Überlastung von Krankenhausbehandlungskapazitäten nicht beobachtet haben. In Deutschland? Also ich kann mich, ja, ich weiß nicht, wie es weltweit war, in Deutschland mit Sicherheit nicht. Und ich habe auch nirgendwo in den Nachrichten Bilder gesehen oder Nachrichten gelesen, die auch nur annähernd bei einer normalen Grippewelle vergleichbar gewesen wären wie jetzt. Es gab, da kann ich mich dran erinnern, mal diese sogenannte Hongkong-Grippe vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Da wurde gesagt, also bei dieser Grippewelle sind mehr Leute gestorben. Aber dass wir solche Bilder gehabt hätten wie in China, Italien oder jetzt New York, das gab es nicht. So. Und da ist natürlich klar, und dann bin ich wieder bei der Politik, dass alle sagen, genau das müssen wir vermeiden. Wir wollen vermeiden, dass es in Deutschland, in Europa, in unserem Land eine Situation gibt, wo die Behandlungskapazitäten nicht mehr ausreichen. Ja. So. Also noch einmal, das, ich glaube, ist etwas, was jeder nachvollziehen kann. Wie ich jetzt auch an der Stelle nochmal sagen möchte, das geht bei den Diskussionen, die wir jetzt hier mehr oder weniger abstrakt und theoretisch führen, nicht darum, subjektiv empfundenes oder auch objektiv tatsächliches Gefährdungspotenzial individuell per se für unvernünftig zu erklären. Also ne, ihre persönliche Schilderung, meine Mutter, meine Schwiegereltern kann ich sehr gut nachvollziehen und halte auch viel davon, dass die momentan erstmal etwas vorsichtiger sind. Aber es geht, glaube ich, auch darum zu schauen. Ich möchte einen Aspekt jetzt doch mal etwas kritischer in den Mittelpunkt stellen. Wir haben, letzte Woche war das, also Anfang April, in der Sendung von Markus Lanz, hatten wir den Professor Streeck, der an der Uni Bonn Virologie lehrt, der Nachfolger von Herrn Drosten dort auf dem Lehrstuhl ist. Herr Drosten war in Bonn, ist dann nach Berlin gewechselt zur Charité, ist jetzt dort eben auch einer der maßgeblichen Ratgeber für die Bundesregierung. Und er ist, das will ich auch mal kurz einflechten, ich habe Ende März ein Interview mit Frau Professor Karin Mölling geführt, die ist emeritierte Virologin aus Zürich und hat für das Weltwirtschaftsforum in Davos solche Aspekte von virologischen Gefahren beurteilen müssen. Und sie hat gesagt, es gibt für das Thema SARS niemanden Besseren als Herrn Drosten. So hat sie sich bei Phoenix dazu geäußert. Es gibt aber auf der anderen Seite, also Herr Streeck hat dann bei Herrn Lanz gesagt, er sei sehr erstaunt gewesen, dass die Studie, die er jetzt im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Heinsberg durchführt, um tatsächlich erstmal festzustellen, wie weit ist denn das Virus schon in der Bevölkerung vorhanden, weil davon ja auch letztendlich alle Hochrechnungen maßgeblich abhängen, dass diese Studie nicht bereits von Amts wegen vom Robert-Koch-Institut veranlasst worden ist, sondern dass es sozusagen an einer Universität
zu Forschungszwecken zukommt und eben nicht zu amtlich gebotener Gefahrenabwehr eine solche Erkenntnis versucht wird zu gewinnen. Das ist das, was mich persönlich sehr überrascht. Und insofern kommt das auch in den Kontext, der dann mich tatsächlich auch unsicher macht, wenn wir unterschiedlichste, ich sage jetzt da mal, Fachleute haben, die, und es begann ja mit dem Herrn Wodak, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der dazu öffentlich bei Frontal 21, auch im ZDF, was gesagt hat. Ich will nicht kommentieren, wie er es gesagt hat, aber ich will nur sagen, er hat letztendlich relativ klare Fragen gestellt an die Adresse der Bundesregierung. Worauf bezieht ihr euch, wenn das so gefährlich ist? Und diese Frage ist, das hat ja Herr Streeck dann nochmals jetzt auch klar gemacht, erst mit seiner Studie werden wir einige Klarheit darüber haben, repräsentativ abschätzen zu können, wie weit ein solches Virus in der Bevölkerung schon vorhanden ist, in einem Ort oder in einem Kreis, der schon zu einem Cluster ist wie Heinsberg. Und am 31. Januar wird diese Pandemie weltweit erklärt. Dann ist klar, es ist nicht auf China begrenzbar gewesen. Und trotzdem macht das Robert-Koch-Institut an der Stelle nicht das, was Herr Streeck dann getan hat. Also nur ergänzend dazu, ich habe ebenfalls mit Professor Scheller aus Würzburg gesprochen. Herr Scheller hatte, die Geschichte ist auch ein bisschen erhellend, ist Virologe, Lehrstuhlinhaber in Würzburg. Würzburg liegt im Freistaat Bayern. Er hatte seiner Schwester eine private WhatsApp-Nachricht geschickt, denn die Schwester hatte sich gesorgt, was ist da jetzt eigentlich? Das war am 24. März, glaube ich. Diese WhatsApp-Nachricht ist aus dem privaten Kreis rausgelangt, Freundin, Freund, wer auch immer. Und sie kam dann am letzten März-Samstag auch zu mir und ich habe sie mir angehört und habe sofort gemerkt, es war nicht klar, wer da spricht, es war aber klar, es spricht jemand vom Fach. Er sprach über Institut, wir haben Institut und dergleichen. Er sprach auch in Zusammenhängen, hat das eingeordnet und er hat auch den Vergleich zur Virulenz, zur Influenza auch nochmal bemüht und hat gesagt, im Kern, es ist nicht so dramatisch, wie es ausschaut. Das war privat. Ich habe dann zunächst vermutet, das sei Herr Streeck gewesen, aber ich habe eine Tonübereinstimmung gemacht bei einem Freund, der ein Tonstudio hat und kam raus, nein, es ist nicht dieselbe Stimme, sie ist zwar ähnlich, aber es ist nicht dieselbe. Und dann kam irgendwann später der Hinweis, Scheller, Würzburg. Ich habe ihn angemailt und habe ihn gefragt, ist das tatsächlich von Ihnen? Und wenn ja, wären Sie bereit dazu, eine Stellungnahme abzugeben. Wir wollten eigentlich ein Interview machen, so wie wir jetzt eins machen. Das ist aus Zeitgründen nicht gekommen, aber er hat mir dann ein Statement zugemailt. 24 Minuten, noch einmal sehr ausführlich, wo er zu unterschiedlichen Aspekten Stellung nimmt. Auch dort noch einmal ganz deutlich betont, wir haben gar keine Zahlengrundlage. Alles, was wir momentan sehen, spricht auch dafür, dass das, was die ursprünglichen Maßnahmen begründet hat, die Ergebnisse oder die Bilder aus Wuhan, die Studien aus Wuhan, dann auch die Bilder aus Bergamo, Italien, dass das ja ernst zu nehmen sei, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Sonderfaktoren dort hinzukommen. So, und beides zusammen, also ich will gar nicht jetzt darauf, ob das Herr Streeck von seiner Universität hinterher aufgefordert wurde, dieses Statement zurückzuziehen. Es war aber schon draußen im Internet und ist insofern auch heute immer noch abrufbar. Ich habe das von meiner Seite erstmal runtergenommen, weil ich Ihnen natürlich nicht schaden möchte. Aber das ist erstmal ein bedenklicher Eingriff in die Freiheit der Forschung. Wir haben Lehrstuhlinhaber, die auch Herr Streeck hat das getan und Herr Scheller, eben emeritierte virologische Experten, die sagen, es ist etwas, was ernst zu nehmen ist, aber möglicherweise, da die Datenbasis fehlt, nicht so dramatisch. Und das ist etwas, wo ich eben dann die Frage auch an die Verantwortlichkeit politischer Entscheider richten muss und auch in Sorge bin, dass wir übers Ziel hinausschießen. Die Gefahr beim Coronavirus ist ja tatsächlich die, dass die Immunreaktion des Körpers, auch des immungeschwächten Körpers, übers Ziel hinausschießt und dass dann letztendlich dadurch die Lunge geschädigt wird und
dann in letzter Konsequenz der Tod eintritt. Aber eine Immunreaktion findet auch dort statt. Sie ist nur nicht ausbalanciert und überschießend. Mhm. Und so fürchte ich, dass wir auch hier jetzt eine Situation haben könnten, die eine sehr hohe Belastung dem gesellschaftlichen Organismus zumutet, obwohl es schon seit einiger Zeit Stellungnahmen von Menschen gibt, die ein wenig von ihrem Fach auch verstehen. Die müssen nicht recht haben, aber sie haben mahnend den Finger gehoben. Und das ist die Frage, die man sich doch stellen muss. Warum hören wir über diese Aspekte dann so wenig im politischen und auch im öffentlichen Diskurs? Also zunächst mal ist sicherlich richtig, und das sagt übrigens auch jeder, auch das Robert-Koch-Institut, auch Herr Drosten, dessen Podcast ich immer höre, wenn ich hier meinen Spaziergang um den Block mache, wie wenig man weiß. Jetzt könnte man sagen, ja, dann warten wir doch, bis wir mehr wissen. Das Problem ist nur, wenn man das tut oder tun würde, man sagt, die Italiener hätten zu lange gewartet, als das in China schon erkennbar war, und zu spät reagiert mit den entsprechend schrecklichen Folgen. Und deshalb glaube ich, muss die Politik unter Unsicherheitsaspekten entscheiden, wie meistens, aber diesmal vielleicht unter besonders krassen Unsicherheitsgesichtspunkten. Es gibt ja Beispiele von Regierungen, die wahrscheinlich eher so gedacht haben, wie Sie das jetzt vorgetragen haben, die aber inzwischen ihre Auffassung korrigiert haben. Das ist Schweden, Schweden, das ist Großbritannien und das ist Japan. Alle drei Länder haben am Anfang geglaubt, also das sitzen wir aus wie so eine Grippe und dann haben wir Herdenimmunität und das war's. Und schlimmer wird's nicht. Aber in dem Moment, fangen wir mit Japan an, wo die Sache mit den Olympischen Spielen abgesagt war, ruft Japan in etlichen Regionen den Notstand aus. Wir haben in Schweden den Schwenk und wir haben ihn eben ganz krass in Großbritannien jetzt auch noch sozusagen in allen Schlagzeilen, weil der Premierminister auf der Intensivstation liegt. Also es gibt, das würde ich jetzt erstmal sagen, diese Diskussion, was macht man, wie viel macht man, sicherlich in allen Ländern. Ich sehe aber kein Land auf der Welt, was anders handeln könnte. Also ich meine, es gibt sicherlich Länder, die haben schlicht nicht die Möglichkeiten. Da läuft es dann vielleicht so, da muss es halt über uns kommen und irgendwann wird es auch schon wieder weggehen. Aber alle, die Handlungsmöglichkeiten haben, handeln in ähnlicher Richtung. Jetzt kann man sagen, das ist dann der große Herdentrieb, ergreift die ganze Menschheit. Aber wenn Sie sich anschauen, dass selbst Indien, wo nun wirklich ein Lockdown nahezu unvorstellbar ist, zu diesen Maßnahmen greift, dann würde ich erstmal sagen, jetzt als Nicht-Virologe, die sind auch beraten, die haben auch Diskussionen und man reagiert jetzt aus welchen Erwägungen auch immer so. Ich finde, also sagen Sie erstmal, dann kann ich weiter sagen. Ja. Also ne, Sie haben tatsächlich den Begriff Herdentrieb von sich aus erwähnt und das ist etwas, ja, was jeder, der auch im politischen Geschäft und auch im Umgang mit den Medien ein bisschen aufmerksam beobachtet hat, festgestellt hat. Es gibt Situationen, in denen wird tatsächlich überschießend reagiert und das betrifft auch ganze Gesellschaften. Als Beispiel nur ganz anderes Gebiet, aber der Fall um Bundespräsident Christian Wulff, da hatten wir eine mediale Situation, die war vollkommen jenseits von Gut und Böse. Rausgekommen ist hinterher, dass nichts an den Vorwürfen dran war. Auch dafür gab es bestimmte letztendlich Erklärungsmuster, aber ich will nur sagen, es gab eine, die Medien haben das dann teilweise auch noch aufgearbeitet und anerkannt, es gab einen Herdentrieb, es gab eine Dynamik, die nicht sachlich und auch nicht rational begründet war. So, das heißt, das, was andere Länder momentan machen, würde ich nicht per se als Bestätigung der nach wie vor nur als Hypothese vorliegenden Ausgangsbeschreibung sehen. Wir haben nach wie vor diese Daten nicht. Aber dass wir sie nicht haben, noch einmal, wir haben am 31.
31. Januar die Warnung gehabt einer Pandemie. Und wir dürfen doch erwarten, dass das Robert-Koch-Institut beispielsweise als oberste Bundesbehörde dann zumindest Vorbereitungen trifft, wie eine randomisierte Stichprobe in der Bevölkerung. Aber darf ich jetzt mal als doppelter Laie, also ich bin weder Sozialwissenschaftler und weiß, wie man Umfragen macht oder solche Erhebungen, noch, wie gesagt, Epidemiologe. Ja. Aber eins scheint mir ziemlich klar. Wenn Sie im Februar so eine Studie gemacht hätten, hätten Sie wahrscheinlich gar niemanden dabei gehabt, der positiv getestet worden wäre. Moment, nochmal. Überraschung. Vollkommen richtig. Das ist nicht das Argument. Das Argument ist die Vorbereitung. Also es geht um die Frage, ob eine solche Studie nicht erstmal, es braucht ja auch eine gewisse Zeit, konzeptionell zu denken, an was muss man denken, wie macht man Repräsentativität, wen könnte man damit beauftragen und so weiter und so fort. Erstmal nur die Vorbereitung. Das ist das, was man als Plan B oder C in der Schublade erliegen hat. Und auch da nochmal Verteidigungsmetapher. So etwas erwartet man doch von einer Behörde, von einem... Die Frage, also Sie haben schon recht. Also wir haben im Augenblick bei den ganzen Zahlen, die vorliegen, nur die Getesteten und auf, also sozusagen nur von den Getesteten haben wir dann weitere Daten. So, und in den Statistiken taucht dann auf, wer von den Getesteten Corona-positiv ist und dann, wer später geheilt wird. Das ist schon etwas unzuverlässiger, weil sich nicht alle wahrscheinlich melden. Und wer daran verstorben ist, wobei auch da, Fragezeichen sind, ob mit Corona oder an Corona, klar. Aber das sind die Zahlen, die man hat. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann teste doch mehr. Das passiert auch. Also wir sind inzwischen bei, wenn ich es richtig gehört habe, 750.000 Tests pro Woche. Das ist eine ziemliche Zahl und die lässt sich wohl, wie ich jetzt gestern in dem Podcast von Herrn Drosten gehört habe, nicht ohne weiteres steigern. Und zwar nicht nur, weil die Laborkapazitäten erschöpft sind, sondern weil auch die Reagenzien, die man zum Testen braucht, im Nachschub limitiert sind. Okay, darf ich? So, das muss man so. Und jetzt kommt der Wunsch nach repräsentativen Tests. Also ich habe auch war im Spiegel ein Artikel, der auch gesagt hat, eigentlich könnten wir diese Fragen, die uns jetzt gerade in diesem Moment des Gesprächs beschäftigen, nur durch randomisierte, repräsentative Tests feststellen. Mhm. Und da ist aber wahrscheinlich bei der in Anführungszeichen bisher geringen Durchseuchung in Deutschland noch nicht so wahnsinnig viel festzustellen. Noch einmal. Es geht darum, dass er Strick... Aber sie brauchen, ich sag mal, für einen, nehmen wir an, Sie brauchen, um das jetzt repräsentativ zu machen, müssen Sie immer wieder 2.000-3.000 Leute testen. Noch einmal. Die nichts haben. Sie einfach auf der Straße aufgesammelt haben. Moment, ob die nichts haben und nicht, das ist ja dann genau die Frage, die getestet wird. Es müssen tatsächlich. Ja, im Zweifel haben Sie noch nichts. Es müssen zufällig ausgewählte Bevölkerungsteile sein. Und wir haben im Zweifel noch nichts. Aber was sagt uns das? Na, nun nochmal, es geht ja darum, dass Herr Streeck als Lehrstuhlinhaber seine Verwunderung darüber geäußert hat, dass das Robert-Koch-Institut nicht auf dieselbe Idee schon gekommen ist wie er. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Ob Herr Streeck sich über irgendwas wundert, finde ich nicht wichtig. Es ist schon wichtig, noch einmal, Entschuldigung, Herr Polenz, es ist schon wichtig, ob eine Behörde, die den Auftrag hat, auch das Thema Seuchenbekämpfung in Deutschland zu überwachen, zu managen, Empfehlungen abzugeben, ob die notwendigen Schritte unternimmt, um Datengrundlagen herzustellen, dass sie möglich sind, zeigt das Beispiel Heinsberg. Es ist wichtig. Es ist der zweite Punkt ist der, es geht genau darum festzustellen, wie weit ist dieses Virus tatsächlich schon in der Bevölkerung. Ja, denn wenn es weiter fortgeschritten wäre, wo Thema Dunkelziffer und Thema leichte Übertragbarkeit, viele medizinische Experten sagen, das ist hochwahrscheinlich. Ich habe ebenfalls mit Professor Jay Bhattacharya von der Stanford University, Medizinprofessor, Wirtschaftsmediziner,
der einen Beitrag im Wall Street Journal dazu verfasst hat. In Deutsch finden Sie den bei mir auf dem Blog. Hat er mir die Erlaubnis zugegeben, der ebenfalls sagt, es ist eher wahrscheinlich, angesichts der Tatsache, dass es 90% mit kaum oder wenigen oder gar keinen Symptomen befällt, dass es wahrscheinlich schon sehr weit in der Bevölkerung vorhanden sein könnte. Das würde dann die Letalität, also sprich die Schwere im Hinblick auf die mögliche Überforderung der Gesundheitssysteme dann natürlich entsprechend beeinflussen. Und daraus müsste man, darauf könnte man die Maßnahmen letztendlich gründen. Das ist Theorie, aber es ist etwas, wo wir eben im Hinblick auf die Kosten der jetzigen Maßnahme, 750 Milliarden sind es, die wir hier ausgeben, aufwenden. Wir produzieren momentan wenig, das heißt also auch das Thema Geld kommt in den Umfluss, in den Umlauf. Mhm. Wertschöpfung mhm. findet kaum statt. Auch da ergeben sich dann Folgen, ökonomische Folgen daraus. Das heißt, die Grundlage für eine so weitreichende Entscheidung, nochmal, erstmal nicht zu haben, das ist, das kann passieren. Aber sie dann, wenn die Stimmen darauf hinweisen, dass das notwendig ist, sie nach wie vor nicht zu machen, ist dann bedenklich. Der zweite Aspekt dabei, das Robert-Koch-Institut hat ja in einer Woche, und zwar am 26. März, in seinem amtlichen Bericht zur Lage einmal Zahlen veröffentlicht über die Anzahl der positiv Getesteten. Das machten sie immer. Und dort war eine exponentielle Wachstumskurve erkennbar. Sie hatten aber nur einmal, und das war eben am 26. dann die Zahlen für die Anzahl der Testungen ebenfalls dazugestellt. Und auch die war exponentiell gestiegen. Das Verhältnis von Testungen zu Positivergebnissen, das lag bei 5,8% in Kalenderwoche 11 auf, 5,9% in Kalenderwoche 11 zu 6,8% in Kalenderwoche 12. Also ein Anstieg von gerade mal einem Prozentpunkt. Also kein exponentielles Wachstum. Ist nicht repräsentativ, aber ist ein Indikator. Ja, ist klar. Ne? So, und also ich verstehe. Das sind die Indizien, ja. Im Konzert der internationalen und nationalen Mahner zur Vorsicht, die dann tatsächlich Fragen aufwerfen in Bezug auf das Handling durch das Robert-Koch-Institut als verantwortlicher Behörde. Also aus meiner Sicht ist die Stärke des Umgangs in Deutschland mit der Krise gerade, dass wir zwar natürlich alle auch auf das Robert-Koch-Institut gucken, aber dass eben auch sehr viel dezentral erfolgt und dass man voneinander lernt. Das ist jetzt bei der Impfforschung so, das ist bei den Maßnahmen so, das ist auch bei Studien so, aber das finde ich jetzt erstmal noch nicht so dramatisch. Also wir müssen nicht aufs Robert-Koch-Institut, das Kaninchen auf die Schlange gucken. Das ist das Erste, was ich mal einwenden würde. Und so passiert es auch nicht. Der zweite Punkt, den ich gerne sagen würde, ist, wenn man jetzt sagt, wir warten doch mal ab, ob es so schlimm wird, dann kann man das nicht mehr zurückdrehen. Und wenn Sie sich anschauen, auch die Diskussion in Deutschland, dann war ja immer der Hinweis, die Italiener machen schon dies und jenes und ihr tut noch zu wenig. Also den gab es ja auch. Warum wartet ihr so lange? Ihr wisst doch, wie es weitergeht. Letztlich kommt es zum Lockdown, genauso wie in China, genauso wie in Südkorea, genauso wie in Italien. Ja. Also, und dritter Punkt, jetzt warten wir mal ab, was aus der Heinsberg-Studie rauskommt. Das wissen wir nicht. Das weiß auch der Professor, der sie macht, bisher nicht. Das ist zugestanden. Und was davon übertragbar ist, wissen wir nicht. Aber man kann doch nicht Maßnahmen aufschieben, weil man sagt, also wir müssen erst mal abwarten, was in Heinsberg rauskommt. Herr Polenz, aber das, entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt ebenfalls insistiere, das hat nie jemand verlangt und das ist auch nicht die Alternative. Hm. Es geht ja nicht darum, etwas laufen zu lassen, sondern es geht darum, die entsprechende Absicherung für die Maßnahmen permanent
zu suchen. Ja, aber das passiert doch. Nein, das passiert nicht. Das ist ja genau der Punkt. Es passiert eben nicht das Robert-Koch-Institut als verantwortliche Bundesbehörde tut das bisher nicht, vertraut jetzt dann darauf, dass Heinsberg das macht, hätte es früher machen können. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es veröffentlicht nicht permanent die Zahl der Testungen im Verhältnis zur Zahl der positiv Getesteten. Es könnte das leicht machen. Dritter Punkt, es ändert mitten im Verfahren, mitten im Prozess seine Erhebungsmechanik. Dadurch wird jegliche Auswertung erschwert. Ich habe gestern mit Professor Knut Witkowski gesprochen. Herr Witkowski ist Epidemiologe. Er war in Tübingen am Lehrstuhl von Professor Dietz in den Ende der 80er Jahre, als die AIDS-Epidemie ein riesiges Thema war. Sie erinnern sich, das hat uns alle beschäftigt. Rita Süssmuth ist politisch damals in Verantwortung gewesen. Und Herr Dietz war damals in Tübingen tätig. Er ist dann nach New York gewechselt, zur Rockefeller University, ist inzwischen auch Emeritus, aber weiß, wie Epidemien zu betrachten sind. Herr Dietz hat gesagt, tatsächlich ist auffällig, dass die Zahl der Neuinfektionen sowohl in Wuhan als auch in Südkorea als auch jetzt bei uns bereits rückläufig waren, bevor der Lockdown oder Social Distancing verordnet wurde. Das ist ein Argument gegen... Das kann er aber gar nicht wissen, sorry. Doch, das kann er nicht wissen. Herr Polenz, entschuldigen Sie bitte. Tatsächlich, Sie haben gesagt, Sie sind kein Mediziner, ich bin auch kein Mediziner, aber ich habe mit einem gesprochen, der weiß, wovon er spricht. Er hat die Zahlen auch vorliegen, er hat sie auch dokumentiert. Und zwar sind das die Zahlen, es ist eine reine Datenkurve. Die Zahl der Neuinfektionen können Sie auf der ECDC-Webseite ablesen. Sie müssen dazu nicht auf die Johns Hopkins Universität gehen. Diese Kurve können Sie einfach in Relation setzen mit den Maßnahmen, wann sie verfügt worden sind. Und dann da sehen Sie, dass das... Es wär schön, wenn es so wäre. Aber es ist so. Wie ich das verstehe, kann man sich infizieren, merkt davon nichts, steckt vielleicht Leute an und taucht in keiner Statistik auf. Nochmal, das wäre dann wiederum das andere. Aber die Statistiken, so wie sie jetzt sind, die werden zur Begründung des exponentiellen Wachstums bereits genommen. Also ja, weil man auch die Dunkelziffer versucht mit zu erfassen. Also wenn ich das richtig verstehe, dann argumentiert jeder mit den gemeldeten Zahlen so, dass sie wahrscheinlich um einen Faktor 7 bis 8 mindestens höher sind, wenn nicht 10, als das, was aus den Tests hervorgeht. Trotzdem, auch die Bundeskanzlerin bezieht sich jetzt darauf, dass das ist die Kurve, die wir haben und die Zahl der Infektionen müsste dann entsprechend niedriger sein. Entscheidend ist, um Maßnahmen wieder aufzuheben, entscheidend ist, dass die Zahl der Kurve, dass der Scheitelpunkt der Kurve bereits überschritten war und das ist eine reine charttechnische Betrachtung, als Maßnahmen eingeleitet worden sind, die jetzt noch andauern sollen, bis die Kurve weiter fällt. Das heißt tatsächlich erstmal nur, da ist eine Kausalität dann auch da in Bezug auf den Verlauf der Epidemie, unabhängig von den Maßnahmen, die getroffen worden sind. Das sagt jemand, der langjährige epidemiologische Erfahrung hat. Und das ist ja einer der Punkte, dass wir nicht verstehen. Ja, an denen hätte ich jetzt eine Frage. Warum soll eine Epidemie abebben, wenn nichts dagegen passiert? Doch, Moment. So, das ist der andere Punkt. Es passiert ja was dagegen, denn das ist das Argument von Menschen wie Herrn Wodak und wie anderen. Und ich will jetzt nicht Herrn Wodak zum Kronzeugen erheben. Er ist nur eine ganz prominente Stimme, weil er eine der ersten Stimmen war. Aber letztendlich sagt Professor Mölling das Gleiche. Eine Epidemie, eine Atemwegserkrankung geht vorbei und es spricht momentan nichts dafür, dass es hier eine besonders schwerwiegende Form ist. Die Daten, die das belegen könnten, liegen nicht vor. Wir gehen momentan einzig von Erfahrungen an anderen Orten aus. So, und also genau wenn ich, genau da ja, kann aber man, darf ich nochmal nachfragen? Also, ja, bitte.
Nee. Also wenn ich das, was ich gelesen habe, das habe ich so verstanden. Jeder steckt normalerweise, wenn nichts weiter passiert, etwa 2,5 Menschen im Durchschnitt an. Das ist eine Annahme. Dadurch, ja, das ist die Annahme und dadurch kommt das Wachstum. Es käme jetzt darauf an, diese Ansteckung auf einen zu reduzieren durch Reduktion der Kontakte, deshalb Lockdown. Wenn Immunität gegeben ist oder in dem Umfang, in dem Immunität gegeben ist, trifft man dann auch wieder weniger Leute, die man noch anstecken könnte, wenn man selber ansteckend ist. Richtig. Und dadurch nimmt dann die Epidemie ab. So. Aber erst in Anführungszeichen nach einem bestimmten Grad der Durchseuchung. Das ist ein schreckliches Wort, aber das wird dafür verwandt. So. 60% ja, etwa. Und jetzt ist eben der Punkt der, ich finde es schon sehr plausibel zu sagen, dass wir nicht etwa auch schon im Dezember das Virus in Deutschland hatten, dass da sozusagen still und heimlich erstmal alle die erwischt hat, die nichts davon merken, sondern dass es eben tatsächlich Anfang Januar gekommen ist, über Webasto und nachher später über die anderen Wege und sich dann eben doch ziemlich schnell ausgebreitet hat. Dafür sprechen, glaube ich, schon auch die Erkrankungs-, also wo wird jemand krank und so. Und also mehr noch, möglicherweise hat sich das noch schneller ausgebreitet, als es momentan offenkundig wird. Ja, ich finde nach wie vor den Zusammenhang richtig, dass wir die ganze Steuerung, soweit man das jetzt versucht zu steuern, messen an der Kapazität des Gesundheitswesens. Aber auch das, werden Sie mir zustimmen, hängt ja davon ab, wie hoch der Anteil der schweren Verläufe ist. Ja, gut, davon hängt es ab. Und ich habe natürlich das Risiko, dass ich hier wie bei so einer Fußbodenheizung mit einer zeitlichen Verzögerung von 14 Tagen irgendwelche Maßnahmen treffe oder lockere. Das wird beim Rauskommen aus den Maßnahmen eine wichtige Sache sein. Aber ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, wir haben in Deutschland, 30 Intensivbetten pro 1.000 Leute. Davon sind jetzt irgendwie knapp 10, 15 frei für mögliche Corona-Fälle. Und von denen sind bisher 3 ausgelastet, das heißt 10 Stunden noch zur Verfügung. Deshalb holen wir jetzt auch Patienten aus Niederlanden, Italien, Frankreich. Das können wir im Augenblick noch so machen. Und man kann da jetzt hergehen und sagen, also solange diese Intensivkapazitäten die Zahl der schweren Erkrankungen übersteigen, können wir lockern. Und in dem Moment, wo wir irgendwo merken, da kommen wir jetzt wieder an eine Grenze, müssen wir natürlich schnell wieder etwas tun, um die Ansteckungskurve abzuflachen. So stelle ich mir das vor. Okay, dann darf ich Ihnen kurz schildern, wie ich nicht nur Herrn Witkowski, sondern auch Frau Mölling verstanden habe, Herrn Professor Scheller verstanden habe. Und das ist, dass diese Frage erstens der möglichen Überlastung des Gesundheitssystems in Deutschland eine ist, die natürlich erst beantwortet werden kann, wenn die Hochrechnung, auf der diese Schätzung abläuft, die Daten tatsächlich verlässlich berücksichtigen kann. Und das ist nicht der Fall. Da können wir bisher nur annäherungsweise sehen und dazu zeigen auch, dass die Zahlen in Deutschland relativ niedrig sind, was den Verdacht erhärtet, dass es in China, in Italien, in Frankreich, auch in New York andere Gründe geben könnte. Auch dazu gibt es eine Reihe von Sachverständigen, die darauf hinweisen, dass es diese Gründe tatsächlich geben könnte. Sie müssten nochmal näher untersucht werden. Entscheidend scheint mir zu sein, dass also erstmal hier eine Unklarheit besteht und dass andererseits namhafte Experten im Sinne von Kenner der Materie sagen, dieses Thema kann man anders sehen, aber diese Personen ganz offensichtlich nicht
an irgendeiner Stelle in Entscheidungen und auch nur in Diskussionsprozesse mit eingebunden werden. Selbst die Charité hat ja mit dem Herrn Professor Willig jemanden, der auf der Epidemiologie Verantwortung trägt, Herr Drosten auf der Virologie. Herr Willig hat bei Maischberger auch zum Thema New York gesagt, dass ebenfalls in New York erstens kein Gesundheitssystem zusammenbricht, sondern dass es punktuell Überlastungsszenarien gibt, die es immer gegeben habe. Er selber hat in New York gearbeitet. Ähnliches ist aus Italien bekannt. Ich will nicht sagen, dass diese Stellungnahmen alle wahr sind und dass das der Maßstab sein sollte für unser jetziges Handeln, um sofort alles aufzuheben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sich die Zahl und auch das Gewicht derjenigen mehrt, die sagen, es könnte sein, und ich zitiere jetzt hier den Professor Ioannidis von der Stanford University, dass das hier ein Evidenzfiasko erster Güte wird. Und dann wiederum frage ich Sie, jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären Bundeskanzler, wie würden Sie mit einer solchen Nachrichtenlage umgehen, die ganz offensichtlich sich zunehmend manifestiert, die sich aber in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht abbildet? Also muss man jetzt, glaube ich, unterscheiden. Also das eine ist, wenn man in Deutschland zu der Überzeugung kommt, April, das ist alles gar nicht so gefährlich gewesen, wir haben uns hier getäuscht, dann wird man natürlich die Maßnahmen so schnell wie möglich aufheben und wird parallel dazu nochmal auch untersuchen, weshalb man wann, wo, wie, zu welchen Annahmen kam, ob das hätte vermieden werden können, ja oder nein. Und man wird natürlich bei der Frage Entscheidung unter Unsicherheit auch das Vorsorgeprinzip zu beachten haben. Absolut. Also wenn ich unter Unsicherheitsgesichtspunkten entscheide, muss ich natürlich auch die unterschiedlichen Risiken angucken, die jeweils bei einer Fehlentscheidung eintreten können. Und natürlich ist das, was jetzt wirtschaftlich abgeht, ein Riesenpunkt. Und ich habe auch überhaupt keine Sorge, dass jetzt nicht zu wenig Druck in Richtung Lockerung der Maßnahmen käme. Also da können Sie, glaube ich, und können wir beide davon ausgehen, dass der ziemlich übermächtig werden wird nach Ostern. Und das spricht auch dafür, dass die Regierung versuchen wird, in Richtung Lockerung so weit zu gehen, wie sie das irgendwie verantworten möchte. Man wird das wahrscheinlich schrittweise machen. Über die Art und Weise, welche Schritte wann wie, wird man relativ schnell nach Ostern, denke ich, was hören. Und ich lasse mich gerne davon überraschen, dass das alles nachher besser im Griff ist, als man im Moment noch glaubt, dass wir uns bestimmte Sorgen gar nicht mehr so machen müssen. Aber bis es soweit ist, glaube ich, und nennen Sie es jetzt sozusagen Herdentrieb oder nennen Sie es Pragmatismus, wenn ich weltweit sozusagen ähnliche Maßnahmen sehe, dann muss es schon eine Riesenevidenz geben, warum ich beim gleichen Sachverhalt in Deutschland was ganz anderes mache. Ja, also nochmal, das sehe ich auch so, das möchte ich unterstreichen. Ich habe auch gar kein Interesse daran und bin noch nicht der Meinung, dass der Druck übermäßig groß werden soll. Was mein Wunsch ist, ist, dass wir als Bürger unseren Mandatsträgern, all den Menschen, die Verantwortung tragen und zu denen wir mittelbar oder unmittelbar in Kontakt stehen, dass wir denen noch einmal mitgeben, zu prüfen, das Mögliche zu tun, um diese Datenbasis einfach permanent zu erhärten. Und dazu gehört tatsächlich, es wäre ohne weiteres möglich, das Robert-Koch-Institut aufzufordern, die Zahlenreihe, die bisher vorliegt, einfach zu ergänzen um jeweils die Zahl der Testung. Das, was bisher nur an einem einzigen Beispiel vorliegt und was aber darauf hindeutet,
oder deuten könnte. Und insofern, wenn die Zahlenreihe komplett vorliegt und das alles ein Aus, es gibt da Ausreißer, die es immer in der Statistik geben kann, dann wäre das ja erledigt an der Stelle. Aber solange diese Zahlenreihe nicht vorliegt, sondern nur an einem einzigen Beispiel, schießen A, die Verschwörungstheorien ins Kraut, woran keiner Interesse haben kann, und B, möglicherweise wird tatsächlich ein Erkenntnispotenzial nicht genutzt. Der zweite Aspekt wäre, das Robert-Koch-Institut aufzufordern, die momentan erlassene Verfügung, keine Obduktionen vorzunehmen, zu revidieren und umgehend die gerichtsmedizinischen Institute zu beauftragen, Obduktionen an Corona-Toten vorzunehmen, um Klarheit zu gewinnen, ob sie mit dem Virus oder an dem Virus gestorben sind. Das ist ohne weiteres möglich. Das Virus ist nach amtlichen Auskünften kein Virus, was grundsätzlich für alle gefährlich ist, sondern nur für Risikopatienten. Insofern ist auch, die Institute sind also ausgerüstet mit Schutzvorkehrungen für alle möglichen Situationen. Das heißt, das ist natürlich ohne weiteres machbar. Das müsste geschehen. Dann hätten wir ebenfalls eine weitere Datenbasis. Dann wird Heinsberg kommen. Und wenn Heinsberg ein Hornberger Schießen werden sollte, okay, dann ist das eine Bestätigung dafür, dass der Weg, der eingeschlagene Weg, vielleicht doch gar nicht so dumm war. Ich maße mir nicht an, zu sagen, dass das ist umgekehrt. Aber was ich einfach nur sehe, ist, dass wir eine zunehmende Anzahl von Mahnern haben. Es gibt von Anfang an Menschen wie Frau Mölling, die gesagt haben, man kann so etwas, nochmal, sie hat eine Verantwortung getragen fürs World Economic Forum, wo die wichtigsten Menschen der Weltpolitik regelmäßig und Weltwirtschaft auftreten. Man kann so etwas anders handeln, auch jetzt noch anders handeln. Und die einfach nur zusammenzubringen, auch dort einen Diskurs zu organisieren, um dann zu sehen, auch politische Entscheidungen darauf zu gründen, wie verhalten sich die einzelnen jeweiligen Protagonisten im Kontext von fachlich fundierter Kritik. Das würde ich mir wünschen, weil wir damit eben auch den notwendigen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft aufrechterhalten können. Wenn wir aber jene, die Kritik oder nennen wir es Zweifel äußern, in eine Ecke stellen, persönlich verunglimpfen, so wie das mit dem Herrn Wodak geschehen ist, obwohl der ja für sich in Anspruch nehmen kann, mit dem Thema der Schweinegrippe 2009 eine ähnliche Situation gehabt zu haben und auch dokumentiert zu haben. Sie haben die Bundestagsdrucksache zu SARS erwähnt. Es gibt die Drucksache aus dem Europarat zum Thema Schweinegrippe und zu den Merkwürdigkeiten innerhalb auch der WHO und den Abhängigkeiten, Revolving Doors Systems. Also das gibt es ja leider, dass wirtschaftliche Interessen Einfluss nehmen. Das gibt es in anderen Situationen, hat es gegeben. Die Sugar Documents in Amerika zeigen, dass die Zuckerindustrie dort jahrzehntelang Einfluss auf den wissenschaftlichen Diskurs genommen hat, indem sie Wissenschaftler bestochen hat. Das war in den 60er und 70er Jahren. Insofern ist das jetzt auch nur noch als exemplarische Mahnung deutlich, aber so etwas gibt es und möglicherweise gibt es das jetzt auch. Das muss Politik doch meiner Meinung nach ein hohes Interesse haben, das auszuschließen und zu sagen, wir tun das Notwendige, aber wir tun auch das Mögliche. Richtig. Also da kann ich sozusagen sehr, sehr weitgehend zustimmen. Ich fange mal mit den Zahlen der Testung an. Das würde ich auch für wichtig halten. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ja sozusagen keine direkten Zugänge zu handelnden Akteuren. Die haben im Augenblick auch anderes zu tun. Aber ich kann natürlich über die sozialen Medien da auch mal eine Debatte versuchen anzustoßen. Wie ist das eigentlich, warum? Denn natürlich ist klar, wenn ich bei mehr Testungen mehr Fälle feststelle, heißt das nicht unbedingt, dass es auch vorher schon nicht diese Fälle sozusagen gegeben hat. Also dann beurteile ich natürlich die Frage des Wachstums in der Korrelation zur Zahl der Testungen. Das ist das eine. Das zweite bei den Obduktionen. Ich glaube, dass man bei einer Obduktion einmal feststellt, ja, der hatte den Virus. Und dann hat der auch sozusagen noch andere Leiden. Deshalb ist er ja sozusagen in der Risikogruppe, weil er, was weiß ich, die Bluthochdruck hatte, Übergewicht, schwaches Herz und. Also
Ich persönlich glaube, dass die meisten Fälle, die man an Corona-Toten hat, in der Kombination mit anderen Erkrankungen sind. Das Dumme ist nur, dass diese Erkrankungen in der Bevölkerung sehr, sehr weit verbreitet sind. Also wenn man sagt, das hängt, ist auch eine Korrelation zum Alter, und da wird ja dann, darüber werden wir ja auch noch zu sprechen haben, inwieweit Risikogruppen für eine längere Zeit sich selber auch sehr stark vor Ansteckung schützen müssen und wie man das dann macht und organisiert. Da ist allein, habe ich jetzt auch bei der Gelegenheit, man lernt ja viel in dieser Zeit, gelernt. Also wenn man die über 65-Jährige nimmt, ist man bei 18 Millionen Menschen in Deutschland. Wenn man über 70 geht, ist es dann ein Stückchen weniger. Aber es kommen auf alle Fälle noch die in jüngeren Jahrgängen dazu, die Übergewicht haben und. Sodass sie also wahrscheinlich nach allen Rechnungen irgendwo bei etwas über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind, wo eine Infizierung mit dem Virus dazu führen kann, muss man vorsichtigerweise sagen, dass man in der Risikogruppe, dass man sozusagen bei den 10 ist, die schwerer erwischt von 100. Ja. 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 So, und das muss man eben vermeiden, weil dann in der Tat, wenn das jetzt relativ schnell aufeinander folgen würde, das Gesundheitswesen das nicht mehr ganz schaffen könnte. Ob die Obduktion dabei zusätzliche Erkenntnisgewinne versprechen kann, müsste man Mediziner fragen, muss man darüber diskutieren. Und natürlich finde ich auch wichtig. No, ganz kurz, ja. Die Pathologen, der Berufsverband der Pathologen bzw. pathologische Gerichtsmediziner, ja, haben genau das in Stellungnahmen bereits kritisiert. Und insofern, ne, das. Also ich kenne jetzt die Gründe nicht, weshalb man sozusagen grundsätzlich nicht macht oder nicht grundsätzlich erfügt. Das müsste man nachfragen. Wenn ich jetzt irgendwo Abgeordneter noch wäre, würde ich wahrscheinlich dann so eine Frage auch stellen. Und ich glaube auch in der Tat, das ist ja die Stärke unseres Umgangs mit der ganzen Krise, dass man Offenheit und Transparenz und Diskussion braucht. Das ist ja gar keine Frage. Ich habe aber den Eindruck, dass auch gerade vermittelt durch Medien dass diese Stimmen auch sehr stark zur Geltung kommen. Also sicherlich ist der Wodak nachher hinterher auch scharf kritisiert worden. Aber zunächst mal hatte er Riesenplattformen im Fernsehen, in den Podcasts, in den Zeitungen. Also man kann jetzt nicht sagen, der wäre nicht gehört worden. Nee, das man hat ihn nicht. Man ist ihm nicht gefolgt. Das ist nur manchmal das Schicksal von jemandem, der gehört wird. Man hat ihn persönlich schwer angegriffen, diskreditiert. Ja, das passiert leider jetzt Herrn Drosten auch. Das ist ein bisschen unser etwas ruppiges Diskussionsklima. Richtig, aber nur ein Punkt. Also auch die Medien, es gab die Situation, dass der NDR im Podcast mit Herrn Drosten konfrontiert hat mit der angeblichen Unterstellung des Herrn Wodak, Herr Drosten würde an dem Test persönlich verdienen. Und Herr Drosten hat dann erläutert, dass das nicht so ist, dass er da nicht dran verdient. Mhm. Entscheidend ist, dass dieser Vorwurf von Herrn Wodak nie erhoben worden ist und dass das eine auch journalistisch extrem unsaubere Art des Umgangs gewesen ist, weil das natürlich dann dazu führt, dass die Glaubwürdigkeit eines solchen Mahners, nenne ich es jetzt mal, unterminiert wird. Und das ist der Umgang miteinander. Richtig. Also, aber wenn ich das richtig. Augenblick mal eben. Sibylle, ich bin gerade in so einer Videokonferenz. Können wir uns. Läuft, ja. Okay, gut. Also, mein Eindruck war allerdings, dass jetzt bei der Frage Glaubwürdigkeit von Herrn Wodak dieser Punkt in der breiteren Diskussion eigentlich keine Rolle gespielt hat. Ich wusste nicht mal, dass ihm das vorgeworfen wurde. Ich habe nur gehört, Drosten ganz allgemein sei das mal vorgeworfen worden und er habe erklärt, dass er da sozusagen nichts dran verdiene. An den Tests, die man ja sozusagen auch unter allen Umständen, die wir heute diskutiert haben, in jedem Falle braucht. Also es ist ja jetzt nicht die
die Frage testen, ja oder nein, sondern eher die Frage, wird da genug gemacht? Und wenn ich es jetzt, ich sehe das in Nordrhein-Westfalen, wo für das Ausstiegsszenario interdisziplinär Experten zusammenkommen, ich höre von Drosten alle Nasen lang, dass er sagt, er kann nur den virologischen Teil beurteilen. Das Ganze hätte natürlich auch politische, wirtschaftliche Dimensionen. Da müssten andere Disziplinen mitwirken. Das halte ich für selbstverständlich. Und dass man dann letztlich auch in sozusagen eine breite allgemeine Güterabwägung eintreten muss, weil natürlich auch ein jetzt mal zu Ende gedacht, ewig langer Lockdown, das Gesundheitswesen genau wie die übrige Wirtschaft auch so schwächen würde, dass es eben für andere Erkrankungen nachher nicht mehr hinreicht und. Also das ist ja offenkundig, dass man das alles einbeziehen muss. Ich glaube nur, dass das bei uns ziemlich gut passiert. Also das Vertrauen habe ich. Und dass ich auch, nehmen wir mal an, auf der Basis Ihrer These, das Koch-Institut hätte das eigentlich schon selber machen müssen. Gut, hat es jetzt nicht gemacht. Die Nordrhein-Westfälische Landesregierung hat diese Studie in Auftrag gegeben. Sie wird also vorliegen und sie wird dann natürlich diskutiert werden. Man wird fragen, was ist die Botschaft? Ist die verallgemeinerungsfähig? Ist sie plausibel? Was weiß ich, wie man sich solche Studien anguckt? Und dann wird man weitersehen. Also sicherlich hat es, ne, so. Und ich meine, alle haben ja irgendwie ein ganz massives Interesse daran, dass die Situation eher gestern als heute sich wieder normalisiert. Ja. Also insofern hätte ich jetzt die Sorge einer Falschberatung, weil ein bestimmter Zustand von Vorteil ist, nicht. Also es mag sicher sein, und so, das wird auch sicherlich so sein, dass es jetzt auch bestimmte Bereiche der Wirtschaft gibt, die von dieser angespannten Situation profitieren. Also ich sage mal, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob Zoom eine Aktiengesellschaft ist, aber wenn ja, könnte ich mir vorstellen, dass die Shares da irgendwie hochgehen, weil das jetzt eben mehr nachgefragt ist als vorher. Wenn ich immer schon einen Lieferservice gehabt hätte, hätte ich gedacht, oh, das pumpt jetzt ja ganz schön und. Also gibt es sicherlich Bereiche, die von der Krise stärker profitieren. Zum Glück haben wir die, weil wenn wir die nicht hätten, wären wir noch schlechter dran. Wir hätten auch unser Gespräch heute nicht so führen können. Richtig, ja. Aber da sehe ich jetzt keine Lobby, die sozusagen sich auf die Bremse stellen könnte, um der eigenen wirtschaftlichen Vorteile willen. Das sehe ich nicht. Nein, also nochmal, das habe ich jetzt auch an der Stelle nicht per se so unterstellt, sondern bei der Frage, ne, Sie haben angesprochen, die Heinsberg-Studie wird dann diskutiert werden müssen. Das Gleiche gilt ja dann auch für das Ausgangsszenario, was Herr Drosten entworfen hat, beziehungsweise was dann zum Anlass genommen wurde. Auch das Richtig. Ist ja ganz offensichtlich oder zumindest nicht erkennbar interdisziplinär diskutiert worden, sondern in erster Linie mit dem Schwerpunkt auf der Virologie. Darauf will ich jetzt auch gar nicht mehr raus. Es ist so, wie es ist. Was mich tatsächlich erfreut, auch jetzt für unser Gespräch, ist, dass wir die Gelegenheit haben, und das nehme ich auch dann als positives Beispiel für unsere Gesellschaft, solche Debatten dann doch letztendlich zu führen und im Zweifelsfall auch festzustellen, ja genau, da gibt es Dinge, die man nicht im Blick hat. Jetzt nicht so sehr, weil uns beiden das nicht zugetraut hätte, das haben wir sowieso, aber als auch als Metapher, als Vorbild oder als Wunsch für die Gesellschaft, wir sind in der Osterwoche, ja. ne, in der Karwoche, das ist eine der größten Verheißungen oder das ist die größte Verheißung der Christenheit, dass wir dieses Untergangsszenario relativieren, dass wir Hoffnung schöpfen, dass wir uns prüfen, was wir dazu beitragen können, es positiv zu gestalten. Das ist das, was mich... Ja, und vielleicht von meiner Seite aus nochmal so zum Schluss. Also ich glaube, das ist ganz, also es sind ein paar Dinge psychologisch ganz wichtig. Das eine ist, gehen wir diese Krise solidarisch an oder egoistisch?
Und zwar bezieht sich das auf die einzelnen, Stichwort Hamsterkäufe. Es bezieht sich aber auch auf das zwischenstaatliche Verhältnis, auf die Europäische Union. Absolut. Ganz, ganz wichtig, je mehr wir tun können, um einen solidarischen Umgang mit der Krise hinzubekommen, umso besser. Und da kann jeder auch einen Beitrag zu leisten, mindestens soweit er sich im Netz bewegt oder mit diskutiert. Das Zweite ist, gehen wir die Sache zuversichtlich an oder überängstlich? Da glaube ich auch, dass Zuversicht eine ganz wichtige Grundkategorie ist, die wir brauchen. Und damit bin ich bei der Kommunikationsfrage. Das ist irrsinnig schwierig, weil in dem Moment, wo ich über den ersehnten Ausstieg anfange zu reden, hören die Leute nicht mehr die einschränkenden Bedingungen. Also Herr Kurz hat das ja jetzt riskiert. Aber ich garantiere, wenn er jetzt aus Gründen, die er dann mit Mitschnitten aus der Pressekonferenz belegen könnte, ich habe euch doch gesagt, der 14. April, der klappt nur, wenn bis dahin dies und dies und dies. Und das ist jetzt nicht so. Deshalb könnt ihr halt jetzt als kleine Geschäfte doch nicht am 14. April öffnen. Da werden die Leute sagen, du hast es uns doch aber versprochen. Und er wird sagen, nein, habe ich nicht, hört doch genau zu. Dann sagen die, wir haben es gehört, sie haben es aber eben nicht genau gehört. Das heißt, man hört dann, gerade wenn man jetzt sagen wir mal, einer Lockerung so entgegenfiebert, die einschränkenden Hinweise nicht mehr. Und deshalb finde ich, auf der anderen Seite muss man aber auch, damit man die Ausstiegsszenarien richtig macht, eine breite Debatte haben, damit möglichst alle Aspekte auf den Tisch kommen. Und das kann man meines Erachtens nur dadurch angehen, dass man quasi wirklich in jedem zweiten Satz sagt, es gibt kein Datum, es gibt kein Datum, es gibt kein Datum. Aber wenn der Tag X da ist und der hängt von Kriterium A, B, C, D ab, dann können wir uns vorstellen, dass dann E, F, G, H folgt. So. Und darüber muss man reden, was ist wichtiger, erst die Schulen oder die Bundesligaspiele? Die Antwort wird nicht so schwer fallen. Aber es gibt halt Antworten, die dann schon etwas schwerer fallen und über die wird man reden müssen. Und es wird ja noch dazu kommen, dass natürlich auch beim Wiederanfahren der Wirtschaft internationale Zusammenhänge auch beachtet werden müssen. Und da sehe ich im Moment auch noch große Probleme, sich wenigstens innerhalb der EU da so abzustimmen. Und vielleicht dazu noch ein Gedanke. Wir hatten am Anfang immer diese Diskussion, also nicht unter uns, aber als wir über Corona geredet haben und die wirtschaftlichen Interessen ins Spiel kamen, da würde jetzt Wirtschaft gegen Leben abgewogen und das könne man nicht. Das habe ich für die falsche Fragestellung gehalten, weil ein zu frühes Lockern der Maßnahmen, wenn es die Folge hätte, die Epidemie bricht wieder voll aus, würde Chaos auslösen und in der Folge die wirtschaftliche Tätigkeit viel mehr einschränken als eine geordnete Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit jetzt. Richtig. Das heißt also, im Grunde haben alle das Interesse an einem sozusagen möglichst problemminimierten Ausstiegsszenario. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und was ich jetzt sehe, und damit würde ich auch noch so einen kurzen Satz zu Ostern zum Schluss sagen, das, was uns jetzt abverlangt wird, ist eben auch insofern einzigartig, als Menschen in sonstigen großen Krisen zusammenrücken konnten, auch physisch zusammenrücken konnten, um es sich leichter zu machen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, sozusagen sozial zusammenzustehen bei physischer Distanz. Das ist für so Herdentiere, wie wir Menschen ja nun auch sind, wirklich nicht einfach. Und wenn man jetzt die Diskussion sieht, warum kann kein Ostergottesdienst stattfinden, wie behelfen wir uns? Also wir haben zum Beispiel von unserer Kirchengemeinde jetzt so ein Osterset in den Briefkasten gesteckt bekommen. Das passiert an der einen oder anderen Stelle sicherlich und dann wird es irgendwelche Streaming-Messen geben.
Aber das Gefühl, was Menschen vielleicht hatten, die dann in großer Not in die Kirche gegangen sind, um auch mal wieder zu beten, das wird sich so, also jedenfalls auf diesem Weg, nicht einstellen. Und auch das ist eine völlig neue Erfahrung. Ja, ist es. Eine, an die man sich nicht so recht gewöhnen kann, weil gerade die Kirchen und der Glaube etwas war, was immer auch in schweren Zeiten Jesus Christus und der Einsatz für die Kranken und für die Aussätzigen, richtig, das ist richtig, etwas, was hier an dieser richtig Stelle, glaube ich, auch dann wiederum Mut machen darf, auch die Überlegungen hin zu einer Normalisierung noch umsichtiger, entschlossener und ja, verantwortungsvoller anzugehen. Lieber Polenz, ich danke ganz herzlich für dieses sehr schöne und sehr offene Gespräch. Ich hoffe, dass das Ihnen auch ja, mir hat es gut gefallen. Vielen Dank auch für Ihre Initiative und dass wir das jetzt so machen können. Ich habe gar nicht gefragt, wo Sie im Augenblick sind. Ich sitze, also wir sind Münster und Osnabrück. Ich sitze tatsächlich im Osnabrück. Also ja, sehen Sie mal. Also das wäre jetzt so eine Entfernung gewesen, die wir im Marktcafé in Münster oder irgendwo in einer entsprechenden Lokalität in Osnabrück hätten locker überbrücken können. Aber es hätte ja auch sein können, dass Sie in New York sind. Ja, nee, also ich bin tatsächlich auch bei meiner Familie. Und es hat vieles Schöne eben auch in dieser Krise, dass man sich auf sich besinnt und die Kinder sind zu Hause, nicht in der Universität. Und natürlich halten wir uns ansonsten zurück. Aber ja. Ja, in diesem Sinne, frohe Ostern, bleiben Sie gesund.